Also, meine Damen und Herren, ja, Sie haben gesehen gerade, wie man mit den Puppen spielen kann. Ne? Ein Puppenspieler nimmt seine Puppen als Schutz. Ja? Aber was passiert, wenn ein Puppenspieler auf seine Puppen verzichtet? Ja, dann spielt er ohne Schutz. Ohne Schutz spielen? In der heutigen Zeit? Ja, macht viel mehr Spaß. Ja? So. Aber das darf ich ja natürlich nicht sagen. Ne? Ich meine, was sagten die Gesundheitsbehörden dazu, wenn ich jetzt Werbung mache für Baden, ohne Regenmantel, ne? Na, ich spiele jetzt ohne Schutz. Wie gesagt, tu doch mal die Kinder raus da, ne? Weil ich spiele jetzt nackert. Ja, nackert. Warte mal, ich schau mal, was da ist. Kasper, Kasper. Was ist denn? Geh mal her. Na, ich moch nicht. Ich moch nicht. Aber wie ist der Kasper das mal ohne? Kasper, jetzt geh halt mal her. Da ist er, der Kasper. Ja, sag doch mal, Kasper. Ja, was ist denn? Was ist mit deinen Schuhen? Ja, was ist mit meinen Schuhen? Mit deinen Schuhen? Die sind ja voll der Pappel. Das ist doch mir wurscht. Horch mal, das sind ja lauter Intellektuelle. Horch mal, genau deswegen. Deswegen ist das wurscht. Also horch mal, mach halt mal was Schönes. Ja, was soll ich machen? Mit deinen Zipfeln. Was, mit meinen Zipfeln? Na, mit deiner Zipfelmützen. Da macht dein Kreis, da lachen die Leute immer. Das geht immer gut. Dann mach halt mal. Was schaut denn mich an? Den Kasper soll da anschauen. Langsam bitte. Ja, halt auf! Nicht überreizen! Ja, halt auf, alter Krampfball! Bum, 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 bum. Also endlich, einmal soll ich machen, einmal soll ich Spessler machen, dann soll ich wieder Kranz machen. Ja, was soll ich eigentlich machen? Die ist auch nichts recht. Na, mach halt irgendwas Schönes mit der Gredel! Wieso? Ist die Gredel da? Na, ich kann die Gredel holen. Soll ich holen? Na, hol's er, 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 hol, hol's! Ich hol die Gredel! Hallo Kasper! Servus! Kasper, gibst du mir einen Kuss? Na, Frau, sie gehen her. Ja. Was ist denn? Ich weiß nicht, treffe halt nicht. Also, du bist vielleicht der Kasper? Ja. Ach, wir brauchen doch den Puppenspieler. Den brauchen wir nicht. Doch, den brauchen wir. Puppenspieler. Na, Puppenspieler. Na, Puppenspieler. Na, also gut, gebt euch ein Küssle und aus und dann ist das ganze Theater fertig. Schau doch mal, so ein unschuldiges Küssler, ne? Das ist doch, was sich in der ganzen Welt ankommt. Da brauchen wir das ganze Kasperl-Theater. Grill, du gehst auf der Stelle der Kisten. Aber schön war's doch. Sklavia, das Schäber. Ja, Kasper, spinnst denn du? Wieso? Du kannst doch in der allen Öffentlichkeit doch deine Nummer abziehen. Das war CI, das war's doch auch. Was ist denn das? Coitus interruptus. Seid bloß froh, dass der Wachtmeister von Ordnung und Moral nicht da war. Der soll ja kommen, den hau ich einen auf. Du kannst nicht jedem einen aufhauen. Ja, zum Donnerwetter, was ist denn das für ein Individuum? Das habe ich doch schon mal gesehen. Ein vermummtes Individuum. Aber das ist doch kein Vermummung. Das muss ein Zipfel müssen. Mach einmal. Ah ja, das ist Irreführung der Behörden. So ein Individuum habe ich doch schon mal gesehen. Bei Gorleben, Schnorrleben oder war das Wackerland? Na, das ist ein Akt. Das ist ein, aber Kasperbrietchen. Bum, bum macht er immer. So, so, eine aktive Bewaffnung und eine aktive Vermummung. Das kostet 1000 Mark. Jetzt haut. Na, Kasper, 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 mach das nicht. Bum, 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 bum. Kannst du einen Wachtmeister nicht einfach in Grund und Boden einhauen? Aber nachdrehen kannst du schon. Na, wenn er schon mal unten liegt, ne? Ich bin bloß froh, dass der Verbündete nicht dabei ist, wer? Der Verbündete, der sagen auch, den kau ich einen auf. Du kannst den kannst du nicht einen aufhauen, der ist viel zu übermächtig. Ne? Aber den habe ich extra nicht mitgebracht an so einem schönen Anlass wie heute, an so einem Fest, brauchen wir doch das Krokodil. Ich habe euch gesagt, ihr lasst das Krokodil drin, ja, spinnt denn ihr? Jetzt haben sie es wieder rausgelassen. Kasper, nicht, das ist nicht provoziert. Du, dein Britschen weg. Das pack ich schon. Das packst du nicht, Kasper. Kasper, du bist der Lanz. Du, der winkst zusammen mit ein paar anderen, Kasper. Da haben noch genug andere rum. Kasper, nicht. Kasper. Jetzt habe ich wieder meinen Kasper fressen. Ja, wie wieder ein neuer Schnitzen, wo es ja so einfach ist in der heutigen Zeit, so einen richtigen, rotbackigen, positiven, grinsenden Kasper zu schnitzen. Heutzutage. Aber ich such's euch, was ich machen werde. Ich kann dir nicht mehr anschauen mit deinen blutunterlaufenden Augen. Jeden Tag glotzt's mich an, das Krokodil, wenn ich die Zeitung aufschlauch.
Und die Leute, die wollen immer das Krokodil sehen. Jeden Morgen lechzen. Da keifern sie nach der Schlagzeilen, was ist schon wieder passiert. Weil ihr eigenes Leben so langweilig geworden ist. Drum suchen sie die Krokodile im Außen. Aber ich das Naus im Außen. Ja, ich lasse gar nicht mehr zu. Die kommen raus aus dem Programm. Komplett. Und die Wachtmaster auch. Ich mach bloß noch Alleen und der Welt mit Kasper und Gretel und dann sollen die meinetwegen den ganzen Tag hier nummer und was willst denn du? Mich? Ich bin doch dein Schöpfer. Was, das ist dir wurscht? Aber das ist doch rein technisch gar nicht möglich. Oder? Oder doch? Oder doch? Krokodil! Krokodil! Also, hör auf, die Krokodile im Außen zu suchen. In der Bildzeitung findet ihr die nicht. Die findet meistens in sich selbst drinnen. Da wohnen die Christen. Krokodile. Also passt auf sie.